Vom Frieden unter Kiefern zum Halligalli an der Küste. Gleich steigt hier Williams Arschbomben-Contest. Hallo, guten Tag, ich begrüße alle. Hallo, hallo. Der Wettkampf der etwas anderen Art hat sie alle angelockt. Dauercamper, Touristencamper und sensationslustiges Publikum auf dem Wasser. Die Mundpropaganda und die Werbetrommel rühren, das hat anscheinend was gebracht. Ich freue mich, es kribbelt in den Fingern, das kann losgehen. Also, willkommen zum Arschbomben-Contest bei uns im Himmelreich auf unserer zukünftigen neuen Seebrücke. Jetzt gerne einmal die Springer zu mir nach vorne, bitte. Alles, wer springen möchte. So, eins, zwei. Sehr schön, der Party. Ah, noch eine Dame, das freut uns aber. Sehr schön. Mit dabei sind Teilnehmer aus allen Gewichtsklassen. Umso wichtiger ist eine hochkompetente Fachjury. Hat sich denn jemand schon Gedanken gemacht, wie wir das überhaupt alles bewerten? Tja, das ist eine gute Frage. Klar ist schon mal, es gibt Punktekarten von 1 gleich mau bis 5 gleich super. Machen wir verschiedene Kategorien auf? Na, ich würde sagen, ganz wichtig ist ja die Gesamtperformance. Das heißt, wenn die kommen, sich hinstellen, sind sie ängstlich, sind sie nicht ängstlich. Und dann habe ich ja im Internet gelesen, normalerweise wird bewertet die Wasserspritzhöhe, ganz wichtig. Ja. Und die Lautstärke. Also zwei vom Kriterien. Vom Schreien her oder vom Eintauchen? Vom Eintauchen. Vom Eintauchen. Also, ja, ja. Also nutzt nicht, wenn ihr schreit. Wird nicht. Das können wir ja entscheiden. Okay. Ja. Also, ja. Planlos gegen ja planlos. Ich meine, unsere Chaos-Jury, keine Ahnung, ob die das jetzt mit den Punkten da so ausgeklamüsert haben, wie die das richtig machen. Irgendwie kriegen sie das schon hin. Kann er eigentlich losgehen? Wann fangen die denn an? Ja, jetzt. Wir machen das jetzt so, würde ich sagen. Wir machen alle einen Probesprung und dann gibt es einen Sprung, der erwertet wird. Und ich denke, dass das fair ist, für alle die gleichen Chancen. 3, 2, 1, go! Also Wasser spritzt zwar höher als das Brett. Spring mal bitte nicht so doll ab, ja. Hier klatscht das jetzt. So, Achtung, das ist jetzt der André Juren. Das war keine Arschbombe, nee. Also wenn ich mich hier so umgucke, wir haben mal locker über 20 Teilnehmer. Die Konkurrenz ist nicht ohne. Mal gucken, wie das wird. Ich meine, Tobi, den locken wir schon aus. Der hat ja schließlich nicht so viel geübt wie wir. Da sollten wir auf jeden Fall in den vorderen Reihen dabei sein, würde ich sagen. Naja, war nicht so hoch. War nicht so hoch. So, jetzt wechseln. Oh, leichte Rückenlage, ja. Wird der Clan gewinnen? So ist der Plan. Aber die Konkurrenz ist hart und die Jury kritisch. Ihr müsst die Knie anziehen an Bauch und dann die versuchen, die Hände runterzukriegen, dann spritzt es höher. Hab ich gestern gelesen im Internet. Ja, aber war ja Probe. Genau. Aber na, ja. Ist so ein bisschen mit drin. Ja, ja. Und damit fällt der offizielle Startschuss. Ab jetzt geht es um Sieg oder Niederlage. Jonathan ist der Erste. So, Achtung, ja. Jonathan. Bisschen gespannt, ne? Ein Bild an der Seite. Oh, Spritzhöhe war gut. Spritzhöhe. Performance, nee. Jetzt müssen wir die Noten nehmen. Bitte. Ja, ja, mach ich. Und hier deine Bewertung. Achtung, hier die drei. Jonathan, hier. Was habt ihr? Dankeschön. Drei. Ich muss ja auch drei. 4, 3, 3. 10 Punkte. Nicht schlecht für den Start. Ja. 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 Niedlich. Also bis hier landet. Genau. Gut gemeinte 2, 2, 2. Ja. So, die nächsten drei Springer bitte schlossen die Familie groß. Die selbsternannten Favoriten. Wir beginnen mit dem jüngsten, William. Irgendeiner muss hier winnen von uns. Egal, ja, klar. Ja, ich bitte drum. Nur wer ist die Frage? Die Jury ist sich einig. Was schätzt du denn? William hat heimlich trainiert. Hofft, da gibt es keine Eier dann, wenn wir hier die Punkte falsch verteilen. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Ja, ja. Oh. Jetzt für die Sandkarte. Ey, mach frei. Ja, mach schon. Achtung, Achtung. Jetzt mach so. Ah, hoch, aber schwer, schwer, aber schwer. Ich würde mal sagen, eine straffe 4. Die ganz vorbildliche 4. Naja, also das Ding, was du jetzt hier rissen hast, meine 12 Punkte sind vielleicht in Ordnung, aber da hab ich doch mehr. Das kann Maximilian direkt beweisen. Oh.
War auch nicht so. Ja, was machen wir jetzt? Das war? Na, war nicht eine, wenn wir vorher eine 4 gegeben haben. Müssen wir jetzt eine 3 geben. Bei mir war. Na, wir gucken mal, was der Vater jetzt fabriziert. Oh ja, da bin ich gespannt. Da kann der Alte besser! Das bleibt zu hoffen. Aber Roger, der kennt sich aus. Erst mit starker Performance einsteigen und dann. Der war gut. Der war gut. Der Pokal bleibt beim Clan. Roger, für dich. 3x5. Danke für den Wein. Das Geile ist ja, Vatern hat ja super. Der hat abgeliefert. Also irgendeinen der 3 Pokale da vorne, die holt. Und dann. Darauf kommt es uns an. Genau. Tobi, jetzt bin ich gespannt. Oh. Komm, Tobi, komm! Der Absprung gut, aber leider Gewackel in der Haltung. Oh, nicht so. Leider nicht. Ich kenne ja eine 3, ja? Ja. 27 Teilnehmer versuchen ihr Glück beim Arschbomben-Contest. Da ist logischerweise auch ziemlich viel Mittelfeld dabei. Volker, Andrea und Locke, die unermüdliche Dauercamper-Jury, bewertet kompetent, moderativ und tapfer. Und dann gibt es auch Highlights. Zum Beispiel den gottgleichen Enrico. Geil, wa? Also, Gesamtperformance, ja. Springhöhe, bis jetzt der höchste Sprung. Ja. Also von mir höchste Wertung. Oh. Also Enrico-Sprung war schon eine geile Nummer, muss ich sagen. Beachtenswert, er hat ja voll abgesahnt, da gab es ja alle Punkte für, wa? Ja, aber fahr dann hoch, also wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. Der Thron wackelt, also ich hoffe nicht, dass der uns da jetzt noch einen Strich durch die Rechnung macht. Das wird schon. Ja, wird schon. Oh! Die Messlöte! Alle guten Dinge sind 3, noch einer mit volle Punkte, auch ein Roger. Na, das heißt ja wohl stechen. Ist ja wohl ganz klar. Roger 1, Roger 2 und Enrico. Das sind die glorreichen 3, die jetzt im Kampf um ihren Platz auf dem Treppchen antreten. Nico und Roger, Finale Teil 1. Wir müssen jetzt anders bewerten. Wir müssen jetzt härter bewerten. Ja, so, jetzt sind wir mal gespannt. Wa? Ja. Aber sowas von. Hauptsache, Cheffe verspringt es nicht. Ja, der war richtig gut. Ich gebe eine 4. Ich gebe eine 5. Ich gebe eine 4. War gut, also ich muss aber der erste. Aber guck mal. Leider nicht ganz so hoch gespritzt, das Wasser. Schön. 13 meine Glückszahl. Für den alten Mann nicht schlecht. Natürlich der Roger und der Enrico. Naja, aber es bleibt ein Pokal vielleicht doch in der Familie. Wenn der auch klein ist. So, nächster Springer. Enrico Gaillard. Bühne frei für Enrico. Publikumsliebling, Hoffnungsträger, Lichtgestalt. Enrico eben. Oh ja. Ja? Das war ein perfekter Sprung.